Hallo und herzlich willkommen zurück Lasst zur uns neuen diese Folge. Torwächter töten Skyrim und dann zurück zum Gefängnis gehen. Ja, wir werden hier wenn wieder mit ihr reden. Wenn ich jetzt den Grab verlasse, kann ich dann wieder zurück, sicher zurückkehren. Weil ihr im Seelengrab unterwegs gewesen seid, hat sich euer Körper darauf eingestellt. Sagen wir so. Ein kleiner Teil von euch ist hineingewechselt und an seinen Platz trat im Gegenzug ein Teil des Seelengrabs. Interessant. Ihr solltet keine Probleme mehr haben, das Portal zu benutzen. Ja, das ist doch solide. Ein bisschen Fragen sicher abklären. Ich musste die Folge eben letztes Mal ein bisschen schneller beenden, weil 36 Minuten wären schon fast 11 GB gewesen. Ist natürlich ein bisschen problematisch, finde ich. Aber ja, warum habt ihr die Prophezeiung nicht verfolgt? Ey. Weil ihr im Seelengrab... Ihr solltet keine Probleme mehr haben, dass... Weil ihr im Seelengrab unterwegs gewesen seid, hat sich euer Körper darauf eingestellt. Please. Diese Bugs, die nicht gefixt werden, dass man das immer mit Enter machen muss. Vision ist eine Welt der ewigen Finsternis. Der Beginn einer Blütezeit für Vampire, die nie wieder die Tyrannei der Sonne fürchten müssten. Er übersieht aber, wie viel Aufmerksamkeit unsere Art auf sich ziehen würde, sollte sich die Prophezeiung erfüllen. Was für eine Art Aufmerksamkeit? Sollte die ewige Nacht tatsächlich hereinbrechen, würden viele sich nicht damit abfinden. Sie würden Armeen zusammentrommeln und versuchen, die Dinge wieder ins Lot zu bringen. Unsere Vernichtung wäre so lange an der Tagesordnung, bis auch der letzte Vampir zur Strecke gebracht und ausgelöscht wurde. Ihr zieht also vor, in den Schatten zu leben. So ist es. Auf diese Weise haben Vampire über Jahrtausende hinweg überlebt und nur so werden wir auch in Zukunft überleben können. Wie wurdet ihr hier eingesperrt? Harkons Vision ist... Er übersieht aber... Sollte... Unsere Vernichtung wäre so... So ist es. Auf diese Weise haben... Bugs. Harkons Vision... Er übersieht aber... Sollte unsere Vernichtung wäre so lange an der Tagesordnung. So ist es. Warum auf diese ich Weise Skyrim manchmal Vampire über Jahrtausende hin. Passe. Als ich das Seelengrab betrat, hegte ich die Absicht, einen Handel mit den vollkommenen Meistern einzugehen, den Hütern dieses Ortes. Was war das für eine Abmachung? Ich habe im Seelengrab Zuflucht gesucht und musste den vollkommenen Meistern als Gegenleistung die Seelen beschaffen, die sie so dringend brauchten. Hätte ich geahnt, wie sehr sie es auf meine eigene Seele abgesehen hatten, wäre ich niemals hierher gekommen. Sie haben euch reingelegt? Die vollkommenen Meister haben ihre Hüter losgeschickt, um mich zu vernichten. Zum Glück konnte ich sie aber in Schach halten und mich in diese Ruinen zurückziehen. Ihr wurdet gefangen? Unglücklicherweise ja. Da die Hüter sich meiner Seele nicht ermächtigen konnten, ließen sie ihre Schergen eine für mich unüberwindbare Barriere errichten. Ihr wart hier die ganze Zeit eingesperrt? Die Zeit ist für mich kaum von Bedeutung. Dasselbe gilt folglich auch für die vollkommenen Meister. Man könnte es wohl als das ultimative Geduldsspiel betrachten. Jeder beobachtet den anderen, um zu sehen, wer nachgibt. Wer sind die vollkommenen Meister? Ich weiß nur sehr wenig über sie. Sie sind mystische Wesen, die über das Seelengrab herrschen und es bis ins kleinste Detail kontrollieren. Von seinem Gefüge bis hin zu seinem Erscheinungsbild. Wie sehen sie Nun, aus? Nun, manche Totenbeschwörer glauben, dass es sich um die kristallenen Strukturen handelt, die man überall im Seelengrab findet. Aber ich glaube, das ist noch nicht alles. Wieso? Ich glaube, sie überschreiten das, was wir als körperliche Gestalt wahrnehmen. Womöglich waren sie einst körperliche Wesen, aber sie haben offensichtlich einen Punkt erreicht, an dem sie keine physische Gestalt mehr benötigen. Und die Kristalle? Verbindungskanäle, über die die vollkommenen Meister mit ihren Untergebenen sprechen und sich an ihren Opfern laben können. Interessant, warum sollten sie Nahrung verlangen? Die Schwäche der vollkommenen Meister ist ihr unstillbarer Hunger nach reinen Seelen. Dieser Hunger ist der Grund für die Existenz des Seelengrabs und das einzige Druckmittel, das ein Totenbeschwörer beim Verhandeln mit ihnen einsetzen kann. Was bieten die Meister im Gegenzug? Die Fähigkeit, mächtige, untote Wächter wie einen Atronarchen oder Daedra zu beschwören.
Die meisten Totenbeschwörer, die töricht genug sind, sich auf einen Handel mit den vollkommenen Meistern einzulassen, enden jedoch hier. Als geerntete Seelen. Solide. Und damit hätten wir diese Gespräche beendet und passt ja. Auf meine Jeder des Toten. Da auch. Ja, verdammt. So, wird jetzt die Umgebungskarte richtig angezeigt? Nein, wird sie nicht. Ja, dann müssen wir ein bisschen durch die ganze Zeit laufen. Vermutlich da hoch einmal. Ein bisschen im Seengrab und sozusagen umherlaufen. Das wird eine Zeit lang dauern. Aber ja, ne. Nichts, was wir nicht überleben werden. Problematisch ist natürlich, dass wir ein bisschen schwächer sind. Und dass wir dadurch halt ja, Nachteile haben, die andere nicht haben. So viel kann man sagen. Das hier nicht? Ja, ich sammle hier jetzt nicht alles ein. Ich komme mich mal hier kurz um den Toten hier. Greift er mich an? Nö. Wer ist da? Reden wir mal. Niemand entkommt. Es gibt keinen drin. Interessant. Oh, der ist mies. Damit hätten wir das alles abgeschlossen. Problem ist, das lädt ein bisschen übereinander. Was ein bisschen stört. Hey, warte mal, das kann ich essen? Nice. Wo bin ich low gedroppt? Mann, ey. Dann warte ich mal wieder eine Stunde. So, ist die Tür jetzt hier auf? Das war mies. Wie macht man die Dinger da auf? Also. Als ob ich noch alles wüsste. Ich weiß nicht mal, ob ich da hin muss. Oder nicht. Sterbe ich? Lasst uns diese Torwächter töten und dann zurück zum Gefängnis gehen. Ja. Ziemlich sinnvoll. Die Frage ist halt trotzdem, ob ich das aufmache. Und ich weiß beim besten Willen nicht, wie man das macht. Und ich weiß auch gar nicht, wo ich hin muss.
aber erstmal heilen. So, folgen wir einfach den hier. Und das ist, glaube ich, da, wo ich hin müssen. Oh. Nehmen wir mit. Woher seid ihr gekommen? Ach ja, man kann hier sogar hier Zauberbücher finden. Sogar ein paar geile. Ich weiß noch, wie man kämpft. Gut, denke ich auch. So, ja, dann werden wir erstmal weiterreisen. So, ich glaube, wir werden etwas länger brauchen. Da oben ist das also. Aha. Heilen sollen. Oh Mann, ey, ohne Ausdauer ist man so useless. Oh, jetzt muss ich den ganzen Weg nochmal rennen, ne? Gut, dass ich vorher noch gespeichert habe. Also, Ausdauer ist echt wichtig. Guck mal, hätte ich jetzt hier meine Ausdauer mehr gehabt, die 20 Punkte hier, ne? Wäre auf jeden Fall entscheidend. So, erstmal wieder speichern. Wie geht es mit meinen Anregungen? Ich habe die Krone angelegt. Habe ich noch irgendein Amulett angelegt? Beitinning-Angriff versuchen mehr Schaden. Ja, das ist super. Dann werden wir jetzt erstmal den Seelenwächter töten. Woher seid ihr gekommen? Moin. Gut, der two-shottet mich einfach. Hört sich solide und fair an. Ja, es ist einfach solide und fair. Woher seid ihr gekommen? Ich habe anstatt den Torwächter getroffen, sie getroffen. Ist auch solide. Ja, da werde ich von so einem Tor... Aber auch nur, weil ich durch den Typen durchgeschlagen habe. Das finde ich auch geil. Das ist auch so ein Classic Skyrim-Fing, ne? Weil ich wieder gesprintet bin. Ich darf einfach nicht sprinten. Woher seid ihr gekommen? So, jetzt töten wir den mal von hinten. Helfen dann mal ein bisschen mit. So, bevor er uns gleich wieder mit einer riesen Range-Attacke trifft. Nehmen wir jetzt erstmal die Heilung wieder mit. War vielleicht ein Fehler. Haben wir doch nicht gebraucht. Ah, mächtiger. Lasst uns diese Torwächter töten. So, dann zurück zum Gefängnis. Hier können wir noch ein Geheimnis erhöhen. Aber ja, damit hätten wir die Seelen befreit und jetzt müssen wir zum nächsten. So, das ist eigentlich unsere Aufgabe. Frage ist bloß, wo ist das nächste? Da. Und irgendwo da ganz hin. Dann gehen wir erstmal nach in die Richtung. Nee, da
Wir können auf jeden Fall ein paar kleine Schätze finden im Seelengrab, aber die sind jetzt nicht so wertvoll für mich. Seelenhöhlen brauche ich auch nicht. Oder finde ich nicht ganz so geil. Aber ich könnte das Buch hier mal lesen. Ist so ein schadet nie, Zauberbücher zu lernen. Und manche Sachen machen es halt ein bisschen komplizierter, weil die Liste umso länger wird. Aber. Nee. Aha. Nicht nett. Eine Lehre sein. Der Wen nimmt einfach so auf mich gehen, weißt du? Such doch mal ein paar andere Ziele. Ich glaube, das ist die Rache der Skelette, die ich, von den tausend Skeletten, die ich umgebracht habe in Skyrim. Das andere ist der ganz hinten. Nicht gerade das Geilste. Irgendwann kann man die Seelen gut hier auch, wie sagt man, auffüllen, die Seelensteine. Hier, zack, auffüllen. Dann gehst du zum nächsten Spalt, drückst wieder E. Entschuldigung, ich komme durch die Bäume nicht durch. Mimi. Ich bin ein Khajiit in zu großer Rüstung. Ja, und da hinten ist das vermutlich. Dann wären wir beim nächsten Punkt, den wir erreicht hätten. Ich finde schade, dass man im Seelengrab nicht schnell reisen kann. Das stimmt wirklich. Aber ja. Wie viel Traglast haben wir denn noch? 2 Kilo nur. Wir müssen irgendwas auf jeden Fall hier lassen. Ja, dann hätte ich den da. Zorn, Mann. Hier ist dann sozusagen die Zornmann, also ist auch eine Art von Toter. Die kann man auch beschwören mit dem anderen Buch, was man hier auf der Seite findet. Erstmal wieder. Ne? Und ja. Woher seid ihr gekommen? Sie hat meinen Begleiter euch töten. Die Reichweite finde ich unfair. Was ist das für eine Reichweite? Ich werde euch töten müssen. Skyrim. Das ist unlogisch. Dass der Typ mich angreift, ist unlogisch. Weil ich mit Abstand am wenigsten, also zum Anfang, ihn überhaupt nicht getroffen habe. Zweitens ist unlogisch, was für eine Reichweite der Typ hat. Ich kann auch nur so schwingen und dann treffe den Typen da hinten am Baum nicht. So, greif den mal an. Dein Job. Wer ist da? Schaden, das ist so gut. Next one. Jetzt links, rechts, rechts, links und Schlag von oben. Das wird euch eine Lehre sein. So, und damit hätten wir noch einen Black Soul, so mächtiger, die nicht nur nice to have sind, sondern auch gut zum Einsammeln. Und auch was bringen und wertvoll sind. Damit hätten, hier wäre das nächste Zauberbuch.
der Zornmann-Beschwörung, wie eben sagte. Das findet man hier auch ganz leicht einfach nebenbei. Und jetzt rennen wir zum nächsten und dann werden wir auch, glaube ich, bei der Ende der Wer ist da? Folge. Ja, die da hinten können wir ehrlich gekonnt ignorieren. Wir rennen einfach weiter. Was ist denn hier? Da schläft jemand im Boden. Nicht bei mir, mein Freundchen. So. Eine Stunde hat gereicht, um den Kampf zu machen. Dann rennen wir mal weiter. Und dahin müssen wir dann wieder zurück. Nur noch einer wird angezeigt. Das ist der hier hinten. Und hier nochmal einen Seelenstein auffüllen. Seele aufgenommen. Die Seelenrisse sind ja ziemlich praktisch bei. Und hier findet man auch irgendwo das dritte Ritual. Hier, da hinten ist es. Also hier kann man dann nochmal das dritte Buch mitnehmen. Ah nee, hier ist der Kopf. Ja, ich renne trotzdem weiter. Ich ignoriere die jetzt einfach. Ah, Nebelmann-Beschwörung. Das ist sozusagen die Magier. Echt schnell. Was gibt's denn hier für Salz? Ja, solide. Lass ich hin. Da. Da oben schon getriggert. Ja, warte. Nein, aber die da hinten. Rennen wir mal weiter. Oben ist denn der andere Altar, ne? Ja. Hier werden dann einmal das. Eine von sieben Seiten. Die man hier auch alle finden kann. Und Nebelmann, Beschwörungszauberbuch. Damit wären wir sogar noch eine Stufe aufgestiegen. Hey, nice. Ich weiß zwar nicht genau weswegen, aber wir wollen die Gesundheit erhöhen. Und wir wollen Two-Handed erhöhen. Das ist auch voll. Das könnte ich jetzt einmal auffordern. Running Speed. Comet Swing and Twin Weapon has 10. Increase Attack Speed by. Oh, das ist solide. Wie gesagt, das ist sehr, sehr nice. Und hier könnte ich halt mein Contano nochmal aufleveln. Aber wir wollen ja Two-Handed. Wir können natürlich auch noch Block aufleveln. Oder wir leveln halt unsere Heavy Armor auf, was mir auch gefällt. Aber ich würde sagen, erstmal unsere Two-Handed. Nur jetzt so. Vorne mit dieser. Dann nehmen wir auch nochmal mit. Das wird euch eine Lehre sein. Dann müssten wir jetzt nur noch da hoch. Solide. Wer ist da? Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. So, du bleibst unten.
Feinde in der Nähe sind. Mhm. Nähe. Ist das dein Ernst? Wieder trinke, ne? Kommst Tirana auch mal hoch, oder nicht? Ah, sie ist schon oben. Nimm einen anderen Weg. Interessant. So, der Typ ist jetzt auch tot. Musste ein paar Trinker opfern. Schade. Aber wir haben es. Wir haben besiegt. Wir haben es besiegt. Wir haben gewonnen. Die Barriere sollte jetzt verschwunden sein. Kehren wir um. Bring Adelsch. Das sollte irgendwo da hinten sein. So, wir kommen jetzt hier wieder runter. Und Adelsch Schädel ist dann irgendwo da hinten. Hier. Könnte ich eigentlich machen, um zu zeigen, was man dadurch halt bekommt. Fürs Let's Play, ne? Werde ich es mal machen. Müsste ich eigentlich. Ja. Ich müsste dann mal komplett in die andere Richtung. Ich werde erstmal kurz speichern. Und dann mache ich das so gleich. Ist nicht schade. Ich habe jetzt alles, was ich brauche. Ich habe alle Zauberbücher. Ich habe eigentlich alles Wertvolle oder Wichtige hier gefunden. Hier sind wir auch. Arvak, ihr habt ihn gerettet. Seine Seele ist frei. Ich kann es fühlen. So ein treues Tier. Lasst mich euch beibringen, wie man es herbeiruft. Er wird euch helfen, diesen verderbten Ort zu bereisen. Aber ich bin mir sicher, dass er an einem sonnigeren Ort viel glücklicher wäre. Lebt wohl und passt gut auf Arvak für mich auf. So ein edles Ross. Ja, immer doch. So. Jetzt hätten wir hier halt als Zauber einmal umwandeln. Wir haben so viele Zauber. Dispel Magic. Ah, hier kann man die ganze Sache beschwören. Und hier hätten wir dann Arvak beschwören für 119. Und ich weiß gar nicht, haben wir... Na, wir haben gerade nicht genug im Seelengrad, ne? Nee. Wenn wir hätten, können wir ihn jetzt beschwören. Da wir das nicht haben, reisen wir doch mal hier hin. Die ganz andere Seite vermutlich. Ich will den jetzt ehrlich ignorieren. Ich habe keine Lust, gegen jedes Skelett zu kämpfen, was hier ist. Verpiss dich! Wo ist eigentlich? Serana backt sich vermutlich hier wieder irgendwo hin, ne? Oder wartet er schon am Anfang der Quest? Es ist immer eins von beiden. Es ist so nervtötend, wie die manche NPCs rumbangen. Ja, ich weiß auch, die letzten Folgen waren ein bisschen salty auf Skyrim, weil es gibt halt so viele kleine nervtötende Bugs und die stören halt so ungemein, weil die halt diesen Spielfluss unterbrechen. Auf einmal ist der NPC unsichtbar, auf einmal ist der NPC buggt irgendwo rum, auf einmal ist dein Begleiter einfach weg, auf einmal ist er wieder da, auf einmal ist halt die Dialoge geben keinen Sinn mehr, auf einmal, weißt du? Diese ganzen kleinen Sachen, die sich aufsummieren, sind halt extrem nervtötend. So. Aber genug davon, genug von diesem Salt. Ich werde jetzt das Spiel speichern und das Let's Play damit auch beenden. Ich hoffe, ihr hattet nicht das Let's Play beenden, sondern die Aufnahme, sozusagen die Folge hier beenden. Ungünstige Wortwahl, die Folge hier beenden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen und man sieht sich dann nächste Woche, Montag. Die letzten Quests, wie gesagt. Nach der Quest gibt es noch, es gibt auf jeden Fall noch genug Quests. Noch 3-4 Wochen sind auf jeden Fall noch zu spielen. Die ich auch auf jeden Fall spielen will. Und ja. Danach ist alles okay. Ja. Wir sehen uns dann. Ja, das ist ja, wie gesagt, heute ist dann. Also morgen kommen die Anno-Folgen wieder, Anno-Szenarien. Und vielleicht mal etwas. Vielleicht auch etwas Besonderes, was ich dann hochladen werde. Und ja. Was gibt es sonst noch zu sagen? Ja, sonst geht es in den nächsten Wochen genauso weiter wie jetzt. Vielleicht kommt noch was Besonderes am Wochenende.
oder in der Woche mal schauen, wie viel Zeit ich habe gerade zum Aufnehmen, wie viel Lust. Und ich habe auf jeden Fall Projekt geplant, gucken, ob alle wirklich Lust haben und Zeit mitmachen. Und ja, ob das wirklich zustande kommt oder nicht. Wenn nicht, dann nicht. Wäre halt schade. Würde man aber nichts dran ändern. Aber dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und ja, haut so lange rein und bis dahin. Ciao, ciao.